Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge Alan Wake 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz angespannt mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ihr wisst ja, wie es läuft, bewerten, kommentieren. Würde mich sehr über einen Kommentar freuen. Hashtag gibt den Bots keine Chance, zeigt, dass ihr lebendige Menschen seid. Und ich habe eine Sicherung gefunden und sie sagt es, wir können damit zurück in den Vergnügungspark und den Express aktivieren. Du dürftest eigentlich gar nicht so weit weg gewesen sein. Und ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Einfach nur, weil ich wissen will, was wir da bekommen. Nicht, dass wir irgendwas versäumen, ne? Zip, zip, zip. Ja, Alan Wake ist leider ein Flop. Leider. Die meisten Menschen können sich für dieses Spiel hier nicht begeistern. Also gut, jetzt muss ich ihn nur noch in einer Position anhalten, in der ich an die Platine da unten herankomme. Na, welche Platine? Wo ist deine Platine? Okay. Wo will sie denn ran? Sie will irgendwie da runter, ne? Aber er hält nicht sofort an. Er bremst sich so ein bisschen aus. Ist hier irgendwo ein Hinweis, wann man drücken soll? Weil sind ja auch noch Zahlen drauf. 2, 1. Oh, 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 hier. Nice, gelöst, ohne irgendwas zu wissen. Ich bin halt klug dumm. Ja, Alan Wake kann leider nicht begeistern, aber auch nur wieder im deutschen Raum, denn international, so wenn ich so andere Amerikaner... Ich schaue ja eigentlich nur fast englischsprachigen Content, wenn ich überhaupt Content gucke, weil ich gar keine Zeit dafür habe. Wann soll ich überhaupt Content gucken? Ich produziere ja selber Content. Aber wenn ich was gucken sollte oder irgendwas mitbekomme, dann immer im englischsprachigen Raum. Was soll ich denn hier machen? Was fehlt denn hier? Was kann ich hier tun? Nichts, ne? Und da ist es relativ erfolgreich. Und allgemein ist ja da so ein ganzer Hype entstanden um dieses Alan Wake Control-Universum. Kann man das zerstören? Ich probier's mal mit der Pistole. Ne, ich kann hier unten nicht schießen. Okay, hier kann sie aufstehen. Sie kann hier aber nicht dran rumfummeln. Hier ist auch nichts. Das Geheimnis des Espresso-Expresses. Hier gehen wir durch. Und hier sind wir reingesprungen. Übersehe ich irgendwas Wichtiges? Sie hat ja nur gesagt, sie will in die Lücke springen. Es ist halt eher so ein ruhiges Spiel und heutzutage erwarten die Menschen halt eher, also die breite Masse erwartet immer dieses typische Jumpscare-Popcorn-Kino. Was ich aber immer sehr interessant finde auf meinem zweiten Kanal, könnt ihr gerne mal abonnieren. Link dazu in der Videobeschreibung, kleine Werbung. Auf meinem zweiten Kanal spiele ich ja sehr, sehr viele Horrorspiele, besonders im Indie-Bereich. Und da wird sich immer beschwert, wenn ein Spiel nur mit plumpen Jumpscares um die Ecke kommt. Wo bleibt der anspruchsvolle Horror? Hä? Ich meine, hier ist die Latte kaputt. Aber ich kann hier nicht rüber. Ich meine, hier gibt's ja auch nichts. Tja, eben gerade noch gelobt, wie schlau ich bin und jetzt scheitere ich. Hier kann sie auch nicht rüber. Was soll man hier machen? Na gut, wir gehen zurück. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es nicht.
Wirklich nicht. Ich kann da ja nichts drücken. Ich kann nicht mal zurück anscheinend. Also wir können da bestimmt nochmal hin. Und eine andere Position würde ja auch keinen Sinn ergeben, weil du ja erstmal hier in diese Lücke rein musst. Obwohl... Nee, hier ist ja die einzige Seite, wo eben offen ist. Überall ist ja eine Absperrung dran. Und die bewegt sich auch nicht mit dem Express. Die ist fest. Dementsprechend... Keine Ahnung, du. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich hier tun soll. Naja. Ja, es wird immer kritisiert. Die dummen Jumpscares. Das ist ja eigentlich kein Horror, sondern eher laut und dadurch erschreckt man sich, was stimmt. Selbst bei den guten, wir hatten ja auch einige, die waren echt gut inszeniert, wo die Jumpscares gut dosiert eingesetzt wurden. Da ist dann die Kritik immer sehr, sehr groß. Jetzt hat man hier mal wirklich eine fesselnde Geschichte, wo man sich auch die Frage stellt, was genau ist hier los? Ein gruseliger Keller. Ein gruseliger Keller? Mal die Armbrust raus. Scheiße. Und dann finden es doch irgendwie alle doof. Hey! Halt! So wie es deinen Verstand verschlingt. Die sehen zu, wie es meinen Verstand verschlingt. Klingt ja nice. Das ist der Klicker. Wirkt so, als wollten sie es, dass wir ihn finden. Immerhin haben sie uns hier hingeführt. Nein! Sie haben ihn! Sie spielen ein Spiel mit mir. Ich war so knapp dran. Sie haben den Klicker. Ich kann sie finden. Wohin würden sie gehen? Der Kult des Baumes. Profiling die Deputies. Mulligan und Thornton sind Mitglieder des Kults. Wer ist der Anführer? Das Hirn läuft aus wie Eigelb. Der Nervenkitzel des Dominierens. Nicht bloß ein Baum, ein Wald, das Wort. Ein solches Geheimnis stirbt niemals. Es gibt mehr als einen Anführer. Man kann sich die Seiten auch vorlesen lassen, hat jemand geschrieben. Das Opfer war einer der Iren. Oh. FBI Special Agent Robert Nightingale, der hier vor 13 What? Jahren verschwunden war. Moment mal, gib mir mal die Ungelesenen. Die kann man wirklich... Sager bewegte sich auf die kaputte Tür zu. Schussbereit. Die Taschenlampe nach vorn gerichtet. Nightingale sagte, dass es hier sein würde. Das Warenhaus am Cauldron Lake war zugewachsen. Dem Verfall überlassen. Sager dachte über den Kult des Baumes nach. Sie waren hier gewesen. Wartend. Sie planten einen grausamen Ritualmord. Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Als wäre es nur ein gewöhnliches spätabendliches Pokerspiel. Saga trat näher an die Tür. Hatte das Tier sie aufgebrochen? Es gab einen lauten Knall. Saga sah sich einen Kultisten gegenüber. Eine hünenhafte Gestalt in einem Regenmantel. Wir wachen in der Nacht. Wilde Augen hinter einer Hirschmaske aus Kunststoff. Eine Axt in seiner erhobenen Hand. Krass, die kann man sich wirklich vorlesen lassen. Ich habe die mal selbst gelesen. Na, guck mal, hier haben wir direkt eine Seite. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker. Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Hier ist ein Übergang, genau wie der beim Cauldron Lake. Mulligan und Thornton sind wie Nightingale. Sie sind drin und warten. Und ein Festwagen ist der Schlüssel? Saga hatte darüber gelesen. Die Falle. Sie wusste, was auf sie wartete. In dem Moment, als sie den Riesen sah, wusste sie, dass sie nicht bereit war. Du hast Logan ertrinken lassen. Die Waffe, die er trug, konnte ihren Schädel wie ein Ei zerbrechen, das Hirn wie Eigelb auslaufen lassen. Alles, was sie liebte, verloren. Alles, was sie war, verloren. Wir werden zusehen, wie es deinen Verstand auffrisst. Als sie das las, wurde ihr schlecht. Aber die Angst war groß, als sie sich hier stellte. Es gab noch einen Übergang in Watery. Der Festwagen war der Schlüssel. Mulligan und Thornton waren dorthin gegangen. Mit dem Klicker.
Dieses Monster hier sollte sie aufhalten. Die Bright Falls-Mischung ist leider aus, entschuldigte sich einer bei den Kunden. Ich hole kurz welche von hinten. Mehr Kaffee kommt sofort. Sie schlug vor, dass sie mit dem Perkulator fahren sollten, während sie warteten. Am Espresso-Express traf sie auf Ilmo. Lächeln, Anna. In der Coffee World gibt es nur Lächeln. Anna nickte, lächelte, bis ihr Gesicht wehtat. Anna blieb stehen. Sie bemerkte, dass sie neben dem Huotari-Brunnen stand. Sie war wohl weggetreten gewesen, dachte sie. Sie wollte gerade gehen, als ihr etwas im Brunnen auffiel. Ein Schatten bewegte sich in der Dunkelheit. Anna wurde von einem Schwindelgefühl überwältigt. Die Welt kippte um und dann fiel sie hinunter, hinunter, hinunter in den Schacht. Die Dunkelheit öffnete sich und verschluckte sie. Okay, sehr cool. Man kann die Seiten also vorlesen lassen. Dankeschön für den Tipp. Das war eine Falle. Oben ist ein Besessener. Na, hier ist erstmal Licht. Ja, ich lese natürlich eure Kommentare. Ab und zu ist das natürlich alles ein bisschen verzögert. Der Kommentar ist von gestern und heute ist der schon umgesetzt worden im Let's Play. Wow, was ist das hier für ein... Das ist der Riese? Du musst aufstehen. Alter. Und er redet Englisch. Ich habe Logan ertrinken lassen. Moment, dadurch, dass ich hab Logan ertrinken lassen, haben wir keine Touristen mehr. Okay. Ist das die Aussage dahinter? Wo ist der Festwagen? Klingt nämlich fast so. Ich habe einen Bolzen zurückbekommen, die anderen sind alle zerberstet. Okay, das ist mir schon bewusst, dass wir die Knoten zerstören müssen. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, Spiel. Dankeschön für die Erklärung. Das klingt fast so, als würden sie ihr Vorwürfe machen, weil ihre Tochter hier ertrunken ist. Sind die Touristen ausgeblieben? Also ich meine, so habe ich das gerade eben interpretiert, was der Riese von sich gegeben hat. Ist dieser Festwagen auf der Seite gemeint? Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Das Gedicht und das Herz waren der Schlüssel zum Übergang bei Cauldron Lake. Hier ist es der Festwagen. Aber er ist unvollständig. Ilmo stand vor dem Festwagen. Dann wandte er sich seiner Crew zu. Jetzt stellt euch vor, wie sich die Arme des Mörders bewegen. Stich, Stich, Stich. Und der Naki lacht. Beim Hirschfest gehen alle immer auf Nummer sicher. Wir nicht. Dieses Monument für Waterys Geschichte, dieses Kunstwerk, wird die diesjährigen Preise abräumen. Der Übergang entstand aus Waterys dunkler Vergangenheit. Das Ritual stand mit dem Festwagen in Verbindung. Die Kunst war der Schlüssel. Sie konnte Saga Zutritt gewähren. Gehen wir mal in die Falltafel. Ja, immer noch das Ding, wo ich keine Ahnung habe, wo es hin muss. Was haben wir denn noch alles? Spur des Kultes. Der Klicker. Kommt hier hin. Der Klicker war die ganze Zeit hier. Scheiß Mulligan und Thornton. Das Foto bewies, dass der Kult den Klicker hatte. Thor und Odin steckten auch mit drin. Das muss ich später weiter verfolgen. Na, ob Thor und Odin da wirklich so richtig involviert sind, zumindest als Schurken. Geheimes Versammlungszimmer unter der Garage. Vielleicht hierhin? Ja. So, was haben wir noch? Kult des Baumes. Geheimes Kultistenversteck. Nein. Das bei der. Nee.
Kultsymbole Mulligan Thornton. Wo könnte das hinpassen? Kultziele? Was haben wir hier? Kultnotiz. Die Mitglieder ermahnten, die Ausrüstung des FBCs zu sabotieren. Wer ist involviert? Macht keinen Sinn. Kultpsychologie? Ja. Kultistennotiz über die Unterbrechung des Rituals. Hier passt nichts mehr rein. Wo haben wir denn was zum Kultritual? Eigentlich hier. Sieht falsch aus. Passt hier auch nicht rein. Wer ist involviert? Passt hier überhaupt noch was hin? Das ist halt die Frage, ne? Hier passt noch einiges hin. Was fehlt vom Festwagen? Schauen wir uns mal den Festwagen an. Ich muss ihn zusammenbauen. Was für ein verstörender Festwagen. Ich weiß nicht genau, was Puko bedeutet, aber sieht so aus, als würde das Messer fehlen. Okay, wir brauchen das Puko-Messer. Wieso trägt einer von ihnen eine Maske und der andere nicht? Möglicherweise eine Maske. Starr zu. Immer und immer wieder. Das muss bedeuten, dass sich der Arm bewegen sollte. Dann wahrscheinlich ein Arm. Ich höre kein hämisches Gelächter. Gelächter benötigen wir auch noch. Haben wir alles? Gut, aber wo setzen wir das zusammen? So, hier. Der Festwagen macht Geräusche. Figur sollte sich bewegen. Figur braucht eine Maske. Und Puku gehört zum Wagen. So. Untersuche den Bereich des Festwagens. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Frage ist jetzt nur, wo finde ich eine Maske, ein Messer und all den anderen Kladauts? Das ist also Koskelas Festwagen. Wie es aussieht, fehlen nur 4 Teile. Das ist die einzige Maske ohne eine Ortsangabe. Souvenirladen. Einfach. Puku Coffee World Souvenirladen. Ich kann es nicht lesen. Maske durchgestrichen. Espresso Express. Verstanden. Ah, vielleicht ergibt jetzt die Sicherung Sinn. Fairtrade Fun Zone. Alright, alright, alright. Nun gut. Moment. Der Express war hier drüben. Vielleicht ergibt jetzt alles Sinn. Ich habe die Sicherung rein und habe es eigentlich so platziert, dass es immer noch so stehen müsste, oder? Gehen wir jetzt mal runter. War ich da wieder zu schnell? Weil ich dachte halt, das wäre vielleicht irgendwas Optionales, dass da irgendein Gegenstand wäre, den man sonst wieder versäumen könnte. Und jetzt geht da was. Irgendeine Platine. Das ist das Gelächter. Scheiße! Zum Glück saß da niemand drauf. Oh, guck mal, jetzt ist das hier umgekippt und fertig. Alright, verstehe. Monica Thompson zu töten war ein schrecklicher Fehler. Thornton gab Mulligans juckendem Abzugsfinger die Schuld. Mulligan hingegen Thorntons beschissenem Pastrami-Sandwich. Sie waren sich nur einig, dass es nicht ihre Schuld war. Keiner wird ihre Leiche finden. Wir verstecken sie. Sie warfen die Leiche in den Schlund eines bröckelnden Brunnens.
wie einst die mörderischen Huotari-Brüder. Sie logen alle an. Das würde sich nie herumsprechen. Aber ein Geheimnis wie dieses stirbt nicht. Es wuchs in ihnen, wie ein Krebsgeschwür. Die Dunkelheit nahm überhand und füllte ihre Gestalten aus. Haben wir noch irgendeine Seite, die ungelesen ist? Was haben wir hier? Profiling. Der Safe. Ich muss den Safe öffnen. Wie lautet die Kombination? Die Leute hassen Rätsel, Ilmo. Warum nicht die Schlüssel? Die Leute lieben Rätsel, Jako. Nur kluge Menschen können sich gute Rätsel ausdenken. Sehen Sie sich einfach nach der Antwort um. Motivierte Angestellte werden belohnt. Die Safe-Kombination muss irgendwo im Souvenirladen sein. Mulligan und Thornton ging es vorhin noch gut. Wie ist das passiert? Ein schrecklicher Fehler. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton. Schatten auf ihren Gesichtern und füllten die Gestalt der beiden aus. Das Allerbeste aus Bright Falls. Ein miserables Pastrami-Sandwich. Mulligan und Thornton erging es wie Nightingale. Also sind die beiden wirklich besessen. Mulligan und Thornton haben anscheinend wirklich aus Versehen Mord begangen. Und haben das vertuscht. Alter, frisst die Bullets. Ganzes Magazin. Ist das die Leiche? So, wo müssen wir als nächstes hin? Souvenirladen. Ab in den Gift Shop. Und bekommen wir hier neue Freunde? Und neuen Loot? Ich brauche fresh Loot, Baby. Aber den Safe haben wir doch schon geöffnet. Ein Spielzeugmesser muss reichen. Okay, wir haben das Messerchen. Wir haben das Messerchen. So, wait a moment. Fehlt ein Soundtrack? So, dann brauchen wir hier das Messer. Der Festwagenmörder trägt keine Maske. Vielleicht braucht er eine? Souvenirshop? Der Festwagenmörder benutzte ein Messer. Kunst ahmt das Leben nach? Ich weiß jetzt, was dem Festwagen fehlt. Okay, die Platine ist für die Bewegung. Warte, wir können noch Profiling machen. In der Materialliste für den Festwagen stand etwas von einer Maske. Wo ist sie? Armer Mokka-Elch. Da hat sie's wohl ausgerührt. Das ist der Beweis, Ilmo. Man kann zu viel Kaffee trinken. Mokka wird an einem Ehrenplatz weiterleben. Er hat seinen Kopf verloren. Mulligan und Thornton hatten eine Aufgabe. Mulligan und Thornton müssen wissen, wo die Elch-Schädelmaske ist. Okay, Mulligan und Thornton wissen also, wo die Elchschädelmaske ist. Die Maske fehlt. Wo ist sie? Der Tote wird wieder zum Leben erweckt. Die Krone des Großmeisters. Ein Elchsteak ist nie verkehrt. Kümmere dich einfach darum. Sie wissen, wo sie ist. Ich weiß, dass sie es wissen. Wo ist die Maske? Koche und bleiche ihn. Wir alle verbeugen uns vor ihm. Der Schlund eines bröckelnden Brunnens. Zeigen wir der Schlampe, wer hier das Sagen hat. Die Elchmaske ist beim Huotari-Brunnen. In der Coffee World. Da war eben gerade aber noch kein Elchschädel am Brunnen. Ich habe etwas gesehen, genau wie damals in Cauldron Lake. Der Brunnen. Hier in Coffee World.
Der Elchschädel wird dort sein. Da bin ich ja mal gespannt. Auf einmal ist dort ein Elchschädel. Okay, da haben wir Messer, Schädel, Bewegung. Jetzt brauchen wir nur noch Stimme. Er ist hier. Ich wusste es. Ich habe sie dazu gebracht, ihn mir zu zeigen. Badabum. Jetzt steckst du den denn hin? Zum Wagen bringen. Okay, sie trägt das Ding wirklich direkt rüber. Aber das wäre richtig crazy gewesen. Der Elchschädel kommt hierhin, natürlich. Da ist dein Messer. So, wo war die Bewegung? Eigentlich doch die Hand, oder nicht? Oder muss es hinten dran? Weil hinten die Technik ist und vorne ist ja dann der schöne Wagen hier an der Seite. Dann noch etwas, um die Arme zu bewegen. Und jetzt brauchen wir noch irgendwas, was spricht. Vielleicht dieser komische Kaffeepott, wisst ihr noch? Dieser Pappaufsteller? Der uns so einen Schrecken eingejagt hat. Vielleicht ist das ja das, was wir benötigen. Der Ausgang. Moment, da muss der irgendwo da oben sein. Ich hole etwas von hinten. Finnische Vorfahrt! Bam! Nachladen. Shotgun ist einfach ein Dream, ne? Watery braucht ein Wunder! Ich bin doch keine Pistolenmunition. Ich brauche ein Wunder, aber das Wunder heißt Shotgun. Hier, einer dieser komischen Papptassen. Ohne dich geht es nicht. Wo ist das Ding? Da hinten. Der war es, glaube ich. Gott sei Dank. Alles klar. Dann beleben wir mal den Festwagen zum Leben. Nicht wahr, Mocha? Wie komme ich da nochmal am besten hin? Geht's hier runter zum Brunnen? Yes. Warum sind es auf einmal zwei? Boah, die sind mies. Alter! Aber ich nehme keinen Schaden, weil ich im Licht bin. Hier dagegen schon, Boys. Hier dagegen schon. Oh, ich habe schon wieder keine Shotgun-Muni, ne? Direkt alles weggeschmolzen. Und unheimliches Gelächter für die Atmosphäre. Klar, der Brunnen. Was denn auch sonst? Okay, Saga. Holen wir den Klicker von diesen Arschlöchern. Doch bevor wir da reingehen, will ich ganz kurz nochmal hierhin und meine geliebte Shotgun verbessern. Na, gib. Der Besessene war vorübergehend außer Gefecht. Aber nicht lange. Saga hob ihre abgesägte Schrotflinte, um ihm ein für alle Mal den Rest zu geben. Give it to me, baby. Die Elchmaske erschien auf dem Brunnen. So, sind wir hiermit eigentlich durch, oder? Ich liebe die Effekte im Spiel. Ah.
zum Teufel? Wo bin ich? Unten da, wo sie die Leichen hingeschafft haben. Und ich rede nicht von der Dame, sondern ich rede von all den Leichen, die die Vorfahren da unten reingescharrt haben. Bin ich beim Cauldron? Mulligan und Thornton in den Trümmern der Leichenhalle. Schatten auf ihren Gesichtern. Thornton gibt seine beste Frauenstimme. Ich bin eine hochnäsige FBI-Schlampe. Ich richte ein großes Scheißchaos an und lasse es dann von diesen dummen Hinterwäldlerbullen aufräumen. Thornton wandte sich an seinen Partner. Diese Regierungswichser. Nächstes Mal werde ich hier sagen, sie haben keine Ahnung. Sie haben ihr eigenes Kind ertrinken lassen. Sie sind eine beschissene Betrügerin. Mulligan schmunzelte. Hätte man den Bookers den Mord angehängt, wäre der ganze Mist erledigt gewesen. Aber die halten doch immer zusammen. Ich denke, wir sollten der Schlampe zeigen, wer der Boss ist, Thornton. Schatten beschlichen Mulligan und Thornton, drangen in sie ein. Sie grinsten. Sind also besessen. Waren aber auch schuldige Männer, weil sie einen Mord begangen haben, den sie vertuscht haben. Also unschuldige Knaben sind das garantiert nicht. Ist das... Das ist eine Sauna, aber ich bin doch nicht im Watery. Ich dachte ganz kurz, vielleicht wäre ich irgendwie in Watery gelandet, aber... Ich habe keine Ahnung, wo bin ich? Hier ist überall See. Das heißt Yippie-Ki-Yay Schweinebacke. Okay, Pistolenmunition habe ich noch ein bisschen. Alles, was sie liebte, verloren. Mama! Mama! Es ist kalt! Ich bin müde! Logan? Ich bin hier! Mama! Ich komme! Logan! Boah, geht's da tief runter. Der Weg direkt in die Hölle. Die Geschichte hat es auf Logan abgesehen. Ich kann sie aufhalten. Ich brauche den Klicker. Anderson, reingelegt. Er hat ihn jetzt. Wake? Ich habe ihn so beim anderen Übergang gesehen. Was ist hier los? Wahrscheinlich war das gar nicht Alan Wake, den sie da rausgeholt hat, sondern Scratch. Das ist eine Schleife. Das Flanellhemd genau ist Scratch. Alan Wake ist höchstwahrscheinlich immer noch gefangen, ne? Ich dachte mir das eh schon. Ich dachte mir eh, das sind doch keine Rückblenden, was wir hier erleben. Geschichten von Alan in der Anderswelt, sondern ich glaube, Saga hat Scratch auf diese Seite der Realität gezogen und Alan versucht halt immer noch zu entkommen. Das wäre ja auch nicht der Sheriff bei Alan. Weil zeitlich würde es ja keinen Sinn ergeben. Der sagt ja, ich wurde gerade reingezogen, als man Nightingales Leiche untersucht hat. Und der die Manuskriptseiten holen wollte für Saga. Okay, ich bin in irgendeinem Loop, aber wie durchbreche ich diesen Loop? Besiege Mulligan und Thornton. Das ist ein Albtraum. Ich komme hier nicht durch. Ich muss einen anderen Weg finden. Wo geht's jetzt hin? Ja.
Was ist das? Visionen aus der Vergangenheit? Und jetzt auf einmal will es uns hierhin lenken. Ist hier irgendwo ein Radio? Oh, gib mir Loot, gib mir Loot, gib mir Loot. Gib mir mehr Loot. Vorn. Was immer du bist stabil. War das einer von ihnen? Der Gold. Alter, no way. Das ist auf keinen Fall Mulligan oder Thornton. Mulligan. Die habe ich sauber weggeschrotet. Der Brunnen ist immer noch zu. Hier ist alles geflutet. Soll ich hier in die Höhle rein? Ist das eine Höhle, in die man rein darf? Muss? Soll? Das ist wie so ein Radiosignal, ne? Alter, ich finde das so geil, diese Einblendung. Aber sowas gab es ja eigentlich auch schon in Max Payne 2. Haben die nicht auch so einen Effekt verwendet? Das war ja auch so ein Übergang zwischen Realschauspieler und Videospieler stellte Figuren. Mit diesen ganzen Verschiebungen. Ich muss mal wieder Max Payne spielen. Besonders Max Payne 2, das war so ein krasses Game. Das habe ich nur einmal durchgespielt. Ist trotzdem okay. Voll in Erinnerung geblieben. Abwärts. Ja, es geht abwärts, Leute. Max Payne 2, ja. Das müsste ich auch mal spielen in der Flaute. Es kommen ja eh wieder super viele Flauten, ne? Avatar, letztes großes Spiel dieses Jahr, dann ist schon durch. Was kommt nächstes Jahr? Pff, nichts, Alter. Es kommt einfach nichts. In der Falle! In der Falle? Wie? Was soll das bedeuten? So, hier das Spiel gespeichert. Hier machen wir einen Break. Ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Tschüss!